Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei A Plague Tale Requiem. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich mega freuen, sollte in der Station entscheidet. Seht ihr, wer da draußen steht? Den Typen, den wir im letzten Part ausgetrickst haben. Oh, jetzt hat es gerade kurz geruckelt, also, übrigens. Was sich machen lässt. Wir haben zwei. Klar, ich mache erstmal. Ja, ja. Das sollte die Sache erleichtern. Alles auf Stufe 1 erstmal. Sieht gut aus. Sehen wir uns das Boot an. Es geht um die öffentliche Gesundheit. Du hättest schon längst verschwinden sollen, Joseph. Ich warte auf einen Kunden und Verträge halte ich immer ein, mein Freund. Der Vertrag ist hiermit aufgelöst. Der Hafen wurde gesperrt. Du musst gehen. Das ist der. Ja. Doch hier bahnt sich Ärger an, fürchte ich. Also gut, weißt du was? Ich habe Besseres zu tun. Nein, du hast zu viel gesehen. Du bist verhaftet. Ach, komm schon. Hör zu, Mann. Verpiss dich! Joseph, warte! Bleib, wo ihr seid! Magister Baudin hat uns zu dir geschickt. Wir müssen die Stadt verlassen. Was glaubt ihr denn, was ich gerade tue? Hier hält mich nichts mehr. Bitte! Wir sitzen fest und wir haben ein Kind bei uns. Alles klar, na schön. Trefft mich am nächsten Steg. Wer seid ihr? Natürlich. Wo ist der Hauptmann? Scheiße! Eindringlinge! Mach schon, los! Ja, komm. Das war knapp. Ja. Hey, habt ihr das gehört? Das kam vom Steg. Kommt mit mir! Soldaten! In Deckung! Dem Feuer reagiert. So geht's natürlich schnell. Lukas, es wird zu gefährlich. Wir sterben noch oder verpassen das Boot. Ich muss meine Schleuder einsetzen. Ja, tu, was du tun musst. Wir brauchen das Boot um jeden Preis. Gut, dann los. Nein, nein. Warte. Da versteckt ihr euch also. Bleib in Sicherheit. Das kam von da drüben. Bleib weg. Verdammt. Mist. Da würde ich echt gerne lieber sterben, wenn ich ehrlich bin. Na, okay. Sterben ist gut. Weil ich möchte niemanden töten. Ich möchte jetzt niemanden mehr töten, deswegen machen wir das jetzt ordentlich. Ich habe rechts das Gras gesehen. Das war knapp. Ja. Hey, habt ihr das gehört? Das kam vom Steg. Kommt mit mir. Soldaten! Dem Feuer reagiert. So geht's natürlich schnell. Lukas, es wird zu gefährlich. Wir sterben noch oder verpassen das Boot. Ich muss meine Schleuder einsetzen. Ja, tu, was du tun musst. Wir brauchen das Boot um jeden Preis. Gut, dann los. Gute Nacht, Wusi. Da brennt kein Holz. Es sind Leichen. Oh, dort enden sie also alle. Wir haben kein Teer mehr und immer mehr Leichen. Das bedeutet, dass die Soldaten. Kommt mir nicht so nah, hört ihr? Die meisten dieser Menschen haben nicht mal. Das
erreichen, müssen wir zurück zum Haus. Ich hoffe, wir haben noch Zeit. Da! Scheiße. Eindringlinge! Sie sehen uns! Da! Wir sind Eindringlinge! Sie haben sich dahinten versteckt! Ich bin am Arsch. Tötet mich! Tötet mich! Aber wir haben einen Kontrollpunkt erreicht, das ist schon mal gut. Den Typen habe ich nicht gesehen da vorne. Leichen. Nein, komm nicht in die Richtung. Hier bitte nicht. Oh nein. Nein, 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 nein. Natürlich bleibt er da stehen. Gehst du jetzt bitte mal wieder weg, dann kommen wir hier. Da will ich nicht rein. Wollen die das wissen mit dem Eindringlingen? Also, ich hab doch nichts gemacht. Der Typ hat Leute umgebracht, das stimmt, aber ich hab nichts gemacht. Sucht alles ab! Wir haben Gesellschaft! Wird gemacht! Was zur? Ihr Schafsköpfe! Jetzt weiß ich, wo ihr seid! Er kommt her! Wir sterben. Das ist okay. Nee, nee, ich sterbe. Ich bring niemanden um. Das war aber gerade ziemlich unfair, muss ich sagen, dass die da auf einmal irgendeinen Toten entdecken, den ich nicht zu verursacht, also den ich nicht verursacht habe. Und aufgrund dieses Toten irgendwie meinen dann, weiß ich nicht, sich umzudrehen dann auf einmal. Aber war ich gerade gut dabei. Das war blöd. Ich werde noch irre. Glück gehabt. Ganz schön spannend. Ich habe Angst, plötzlich Mutter und Öko zu erblicken. Ich glaube, sie säubern erst die unteren Viertel. Das Haus liegt im oberen Stadtteil. Wir haben noch Zeit. Ich hoffe, du hast recht. Wenn die jetzt aber schon wieder ankommen mit hier liegt irgendjemand oder so, dann bin ich aber wirklich sauer. Sag ich doch. Die sagen es wieder. Aber diesmal haben wir das Glück gehabt, dass wir ständig hier waren. Darum haben sie die Stadt abgesperrt. Ja, die Leute werden eingesperrt und dann entsorgt. Eine Kriegsstrategie. Sobald wir Joseph erreichen, müssen wir zurück zum Haus. Woanders um.
Wie hat er mich denn von da hinten gesehen? Da war wohl nix. Wo ist Josephs Boot? Der Steg muss hinter dem Tor liegen. Wenn er schon angelegt hat, dann könnte er Probleme bekommen. Beeilen wir uns. Ja, das war gerade mehr Glück als Verstand. Weiter! Da vorne sind Stöcke, die brauchen wir. Vielleicht sind sie da drüben. Ich sollte wohl woanders suchen. Ja, such mal bitte woanders. Das fände ich wirklich super, wenn ihr woanders suchen würdet. Bitte nicht hier im Gras. Jemanden töten ist echt anstrengend, ne? Vor allem, weil der jetzt einfach da stehen bleibt, der Typ. Kann hier nichts finden. Dank euch häng ich jetzt hier fest! Alles klar, ich bleib schön hier. Ich habe eine Idee. Nur keine Ahnung, ob der mich dann sieht, wenn ich das mache. Garantiert hier entlang. Oh nein. Was? Wo seid ihr hin? Ich bin nicht dumm. Ich gehe garantiert nicht weiter. Lieber mal woanders suchen. Spur von ihnen. Fahren diese Drecksäcke! Ah. Hier versteckt sich jemand! Den Gefallen tue ich euch nicht, ihr Monster! Das Feuer dürfte doch jetzt länger bleiben, oder? Aber das Problem ist, der eine Typ. Ja, das Feuer bleibt nicht lange. Der eine Typ will halt nicht weg, das ist das Problem. Was ist hier los? Er ist tot! Elende Viecher. Scheißviecher. Das hat ja schon mal kein Feuer mehr. Vielleicht geht er jetzt nicht mehr zu den Ratten. Tot ist er noch nicht. Bleib ich wohl hier. Ja. Ich komme nicht weiter. Da müssen diese verdammten Halunken sein. Sie waren das. Gefunden! Lass sie nicht entkommen! Ja, töte mich bitte. Gib auf! Nein, gib auf! Nein! Schon okay. Ich hoffe, dass der Kontrollpunkt hier vorne wieder einer ist. Bleibt mir vom Leib, klar? Ja, ist es. Sagt Bescheid, wenn ihr was seht. Ich brauche eure Hilfe. Hier schleichen Eindringlinge rum. Hier scheint's wohl nichts weiter zu gehen. Könnt euch häng ich jetzt hier fest? Alles klar, ich bleib schön hier. Wie soll ich?
an denen vorbeikommen. Bleiben die schon wieder hier stehen. Ich will eigentlich nicht so viele töten. Sie sind hier lang. Sie dürfen nicht entkommen! Spürt sie auf! Wir wurden entdeckt! Ist das auch der richtige Weg? Nee, ne? Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, wir müssen zum Tor oder so, ne? Das ist das Problem. Es gibt halt keinen Missionsmarker. Ich wünschte mir, es gäbe so einen Missionsmarker, wo man wüsste, wo man hin muss. Wie soll ich denn da hinkommen? Ich kann ja schlecht das Tor öffnen. Achso, hier ist noch eine Tür. Das hätte ich mal wissen müssen, dass hier eine Tür ist. Das habe ich die ganze Zeit umsonst die ganzen Sachen gemacht. Hier ist eine Tür. Ja, gut. Aber ich habe jetzt keinen getötet. In den Kontrollpunkt. Alle leben noch. Ich hätte bestimmt irgendwie was zum Verbessern finden können. Habe ich das aber natürlich nicht gemacht, weil ich darauf konzentriert war, zu überleben. Er ist da. Verdammt. Ich dachte, ihr schafft es nie. Kommt. Danke, dass du gewartet hast. Und für deine Hilfe. Naja, ihr wart auch beteiligt. Und wo ist der Rest eurer Gruppe? In der Stadt. Sie bereiten sich vor. Ich sollte... Hugo, was haben Sie getan? Ich hole sie ab. Wir treffen uns am Steg hinter dem Haus. Sei vorsichtig. Was geht hier vor sich? Was denkt ihr, war das? Weiß nicht, aber es hat mich geweckt. Da, das Haus. Ein böses Omen, glaubt mir. Die Ausgangssperre gilt noch. Zurück in die Häuser. Was ist los? Sag es uns. Sag die Wahrheit. Nein, nein. Lauft, lauft weg. Oh nein, ganz viele Ratten! Ratten! Wir müssen laufen! Da kommen die Ratten! Oh, noch mehr Ratten! Oh mein Gott, wie viele Ratten es hier gibt! Dieser Verfluchte wurde da! Da! Das Haus! Ich schaffe das! Was? Oh nein, nein, nein! Wie viele Ratten da kommen? Wie so ein Tsunami! Oh mein Gott! Ich muss hier weg! Oh mein Gott. Ich bin Arzt, lassen Sie mich durch. Scheiße, falsches Spiel. Ich komme zu dir. Auf, wir müssen hier weg. Bleib nicht hier, Madame Dicker. Oh mein Gott. Ja, die Madame ist tot. Oh mein Gott. Da kommen die Ratten auch durch. Es steht noch los, schnell! Schneller! Oh mein Gott. Wo kommen diese ganzen Ratten her? Ich bin's! Er ist
bewegt sich nicht. Ich weiß nicht weiter. Lass mich. Hugo, Hugo, ich bin hier. Ich habe niemanden getötet. Ich weiß. Was ist passiert? Wir sollten hier raus, bevor alles zusammenbricht. Ja, Lukas wartet am Steg, also los. Wie viele Ratten das waren. Eieiei. Amicia, ich sollte ihn tragen. Ich mach das. Die ganze Stadt ist verloren. Alles verloren. Wir müssen gehen. Sowas gab's noch nie. Was ist los? Mir ist schwindelig. Es ist nichts. Schlaf weiter. Zu. Amicia, was ist passiert? Die Ratten. Sie haben angegriffen. Nein. 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 Wir gehen, Hugo. Tut mir leid. Wie in meinem Albtraum. Alles nur wegen mir. Beruhige dich bitte. Nein. Ich bin schuld. Nein. Träume sind Träume. Verstanden? Auf dem Boot gebe ich dir etwas. Es wird dich beruhigen. Nein. Ich will, dass es aufhört. Tut mir leid. Es soll aufhören, Amicia. Das wird es. In Marseille helfen sie dir. Das ist nicht wahr. Das sagst du immer. Aber du lügst. Lügnerin. Hugo, ich... Bitte beruhige dich. Da sind sie. Du hast das Recht, traurig und wütend zu sein. Aber du weißt, ich lasse dich nicht im Stich. Wir finden einen Weg. Ganz sicher. Geht's euch gut? Ich dachte, ihr wärt... Wir sind unversehrt, Lukas. An Bord, schnell! Es sind nur wir, Magister Vaudin. Verstehe. Verlieren wir keine Zeit. Und dasselbe passierte auch in Guyenne? Die Ratten. Der Biss, der das Blut vergiftet. Es schien so weit weg von uns.
warte. Hey, du hast geträumt. Sind wir da? Nein, aber bald. Hey. Sieh da nicht hin. Wieso? Sie bleiben doch sowieso da. Es ändert überhaupt nichts. Hugo, du hattest einen Anfall. Ich will nicht nach Marseille. Viele Menschen sterben, du weißt das. Mutter will, dass du... Nein! Die Insel. Dort muss ich hin. Da kann ich geheilt werden, Amicia. Wir können sie finden. Bitte. Niemand hört zu. Mutter wusste, dass es mir nicht gut geht. Doch der Magister hat es abgetan. Er sagt, es sei ein Test. Mutter und er meinen, sie wissen alles, doch sie wissen gar nichts. Mensch, sterben, meinetwegen. Hey, hey, hey. Ich weiß. Ich will wirklich nur dein Bestes. Versprochen. Lukas, besuchst du mit Hugo den Kapitän? Gern. Er wird euch zeigen, wie man das Boot steuert. Ich frage ihn, ob er uns Knoten beibringen kann. Und vielleicht lässt er uns sogar ans Steuer. Ja. Wir müssen ihn beschützen, Amicia. Du willst ihn nur wieder einsperren. Das ist nicht dasselbe. Du hast gesehen, was passiert. Der Orden hat Mittel und Experten. Sie wissen, was zu tun ist. Das ist nur passiert, weil du und dieser Vaudan so schlecht zu Hugo wart. Mutter, ihn wegzusperren und ihn weiter zu quälen, wird ihn am Ende noch umbringen. Er ist ein Kind, er ist ein Opfer von all dem hier. Er ist mein Kind. Wir sind keine Feinde, Amicia. Ich weiß, du liebst Hugo und euch verbindet etwas, das ich nie verstehen kann. Aber bitte öffne deine Augen. Das Geschehene wird sich wiederholen. Du hast recht. Du verstehst es einfach nicht. Ah, der Schutt. Hier ist jede Menge davon. Ich werde mal nachsehen. Ich weiß, was los ist. Na, dann kümmern wir uns darum. Na schön, Kinder. Dann leg mal los. Hey, du kannst wieder rein, wenn du willst. Nein, ist schon gut. Ich lass dich nicht hängen. Das weißt du doch. Fürs Erste bringen wir das Boot in Bewegung. Es ist noch nicht vorbei. Ja, na los. Dankeschön. Sieh mal, unterm Rumpf ist jede Menge Schutt. Sollen wir den wegräumen? Das würde zu lang dauern. Wir könnten es runterschieben? Gut, versuchen wir es. Fertig? Ja. Dann schieb! Ich sehe schon, komm, wir kommen nicht wieder aufs Boot drauf. Scheiße, ihr müsst nachkommen! Was? Amicia, folgt uns! Wir warten flussabwärts auf euch! Komm, wir suchen uns einen anderen Weg. Ich hoffe, Joseph kann das Boot anhalten. Natürlich kommen auf dem Weg dann wieder ganz, ganz viele Gegner, wie immer. So viele sind tot. Das haben sie nicht verdient. Eine Tragödie. Ich hätte nie gedacht, dass... Dafür ist es jetzt zu spät. Aber diese Insel. Hugo sagt, dort wird alles gut. Also ist es so. Wie? Die Frage ist, wo? Wir müssen sie finden. Was ist mit eurer Mutter? Mir egal. Aber du musst dich für eine Seite entscheiden. Sie ist meine Magistra. Versuchen wir es mal hier. Diese Stille. Oh, was zur Hölle? Keine Panik. Da röhrt nur ein Hirsch, glaube ich. Oh Gott, die habe ich ganz vergessen. Die Paarungszeit muss wohl schon begonnen haben.
Anscheinend hat sich für die nichts verändert. Die Natur ändert ihre Regeln nicht. Dieses Chaos ist ein Teil von ihr. Irgendwie. Nur, dass die balzen, während wir versuchen, nicht zu sterben. Stimmt. Gehen wir zurück. Nach dir. Ja, das war eine Erinnerung. Cool. Hier ist ein Weg. Mir nach. Hier ist der Fluss. Boah, das Spiel sieht so hübsch aus, die Szenerien. Da sind sie. Guckt euch das an, wie hübsch das ist. Mein Gott, es sieht von oben noch schlimmer aus. Das stinkt ja, widerlich. Das ja, aber ich meine, wie schön das Spiel optisch ist. Wir müssen Hugo von hier wegbringen. Hey, sie sind da oben. Amicia, komm zurück. Wir kommen. Da führt ein Weg runter. Macht schnell. Ja. Er kriegt langsam Angst. Gehen wir. Gut, meine lieben Freunde, das war's aber für diesen Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.